So, hallo und herzlich willkommen zum Video aus einmal einer ganz anderen Perspektive. Und zwar seht ihr gerade auf meinem kleinen Tischchen hier die Draufsicht auf das Equipment, was ich für die Sony Alpha 58 habe. Und ich möchte euch in diesem Video mal ein bisschen erläutern, warum ich mir die Alpha 58 auch heute noch kaufen würde und warum die Alpha 58 auch eine sehr, sehr geniale Kamera ist, obwohl sie schon 4 Jahre alt ist. Erstmal zu den Fakten. Die Sony Alpha 58 ist keine richtige DSLR mehr. Sprich, sie hat keinen optischen Sucher mehr. Sie hat einen elektrischen Sucher, der über, das möchte ich euch mal kurz zeigen, über diesen lichtdurchlässigen Spiegel, dort oben sitzt der Sensor für den Sucher, über diesen, der spiegelt einen Teil zum Sucher und zum Autofokusmotor und der Rest geht durch diesen lichtdurchlässigen Spiegel auf den Sensor hinauf. Das ist ein APS-C-Sensor mit 20,8 Megapixeln. Die Kamera macht Fotos mit einer Größe bis zu, je nachdem, ich weiß gerade nicht die Auflösung, ich schreibe sie euch hier hin. Und Videos in Full HD mit bis zu 30 Bildern die Sekunde, was völlig ausreichend ist. Die Kamera hat im Vergleich zu den Canon-Modellen zum Beispiel auch einen Autofokus im Videomodus, da der Spiegel ja nicht hochklappt, sondern der Spiegel dort bleibt und den Autofokusmotor weiter mit Daten versorgt. Das ist der Vorteil, warum man diese Kamera mit Autofokus-Videomodus betreiben kann. Und out of the box kriegt man, wenn man sich die Sony Alpha 58, die man aktuell auf Amazon für unter 300 € bekommt, mit diesem Kit-Objektiv, einem Ladekabel und einem ziemlich dicken Benutzerhandbuch, was eigentlich aber auch nur Klopapier ist, da es das alles online viel, viel besser erklärt gibt. Das Kit-Objektiv ist, ich nenne es mal ein typisches Kit-Objektiv. Es hat keine besonders gute Optik. Es reicht aber für den Anfang erstmal aus. Es ist auch nicht besonders lichtstark. Ihr seht hier, es hat eine relativ kleine Blendenöffnung. Das ist schon die maximale. Aber für den Anfang reicht es. Es macht ganz, ganz schöne, relativ scharfe Fotos. Aber ich werde mir in der Zukunft ein Objektiv mit einer ähnlichen Brennweite, aber einem deutlich verbesserten Optik zulegen. Und zwar ein Sigma oder Tamron 17 bis 50 mm mit einer 2,8er Blende. Das sieht so aus. Ist halt ein bisschen, ich nenne es mal moderner und macht deutlich bessere Fotos. Außerdem habe ich mir noch dazu gekauft, dieses Tamron 300, also 70 bis 300 mm Kit-Objektiv, was man auch, Teleobjektiv, was man auch als Makroobjektiv nutzen kann, wodurch dann nochmal der Autofokus erweitert wird. Das Objektiv ist relativ günstig zu haben mit Sonnenblende und Objektivdeckel für, ich schätze, aktuell noch 100 €. Es ist kein besonders gutes Teleobjektiv, aber für meine Zwecke reicht es allemal aus. Es ist so, dass da noch ein Batterieladefach hinzugefügt wird für die 1650 mAh starke integrierte, für den 1650 starken mAh starken integrierten Akku. Den steckt man dann hier rein und lädt ihn. Ist relativ simpel. Von Drittanbietern kriegt man relativ günstige Akkus schon ab 25 € im Netz. Kann ich euch auch gerne in der Infobox verlinken. Und jetzt dazu, warum ich trotzdem noch jedem Fotografieeinsteiger, der sich heute eine Canon EOS 800D oder 760D kaufen würde, immer noch sagen würde, kauft dir eine Sony Alpha 58. Ich würde zu ihm sagen, kauf dir eine 58er, weil die Bilder schöner sind. Sony hat einen höheren Dynamikumfang und ein besseres Bildrauschen, zumindest im Bildmodus, also im Fotografiemodus. Das ist im Videomodus anders. Außerdem kannst du mit diesen Kameras im Videomodus auch den Autofokus nutzen. Das kannst du bei den Canon-Kameras, soweit ich weiß, auch nicht. Und außerdem finde ich, dass die Haptik bei diesen Kameras deutlich besser ist. Sie liegen, wie ich finde, deutlich besser in der Hand. Sie haben ja diese Einkerbungen und auch dieses Bedienrad kann man deutlich besser erreichen. Das liegt ja bei Canon hier oben und ich finde, da bin ich lieber mit dem Zeigefinger einmal hier als hier oben irgendwie am Rumwirken. Außerdem sind die Knöpfe, wie ich finde, sehr, sehr gut zu erreichen und der elektrische Sucher steht auch dem optischen von Canon in keiner Weise nahe. Wenn ich die Kamera jetzt einmal starte, egal ob mit oder ohne Objektiv, ich habe die Einstellung gewählt, dass ich auch ohne Objektiv auslösen kann. Dann seht ihr, klappt der Blitz hoch und das ist noch eine Besonderheit im Vergleich zu den Canon-Kameras. Dieser Blitz hat hier einen Mechanismus, mit dem er weiter nach vorne klappt und somit nicht durch
hier vorstehende lange Objektive zum Beispiel gestört wird, was ich weiterhin auch sehr vorteilhaft finde. Der Blitz ist sehr, sehr hell, wie ihr gerade gesehen habt. Und die Kamera besitzt sehr, sehr viele verschiedene Modi, also verschiedene Fotografie- und Videomodi. Also wir haben da zum einen diesen, wo ich gerade drin bin, diese intelligente Automatik. Dann haben wir noch die, das ist die intelligente. Dann haben wir jetzt die intelligente Automatik und die überlegene Automatik. Das ist das hier. Die überlegene Automatik ist noch mal ein bisschen mitdenken, da nenne ich das mal ganz vorsichtig. Mit dieser kann man, die macht zum Beispiel auch dreifach HDR-Bilder. Ich stecke mal ganz kurz das Objektiv dort dran. Die macht dreifach HDR-Bilder, falls Gegenlicht vorhanden ist und all so etwas. Hier oben hat die Kamera noch einen Blitzschuh und das integrierte Mikrofon, was nicht besonders gut ist, aber trotzdem ausreicht. Weitere Modi sind dann noch eine Programmautomatik, eine Blendenautomatik, eine Zeitautomat, also Verschlussautomatik, ein manueller Modus, der Videomodus, mit der diese vier Modi auch nochmal sozusagen abdeckt, ein Tele, wie nennt sich das? Tele-Mehrbildmodus, das jetzt finde ich nicht ganz so gut, aber ich nutze ihn nie. Dann kann man sehr, sehr viele Bilder hintereinander machen. Ein Kreativmodus, ein Schwenkpanorama, eine Szenenauswahl und ein Bild sozusagen ohne Blitz. Das Display dieser Kamera, jetzt seht ihr meinen Schreibtisch, das Display dieser Kamera lässt sich, wie ihr seht, herausklappen. Und wenn ich jetzt den Sucher dunkel mache, ist es so, dass der Autofokus automatisch scharf stellt und das Display ausgeht. Das Display lässt sich leider im Vergleich zu Canon-Kameras nicht schwenken, was aber, denke ich, für Fotografen eh nicht so wichtig ist, es sei denn, ihr möchtet Videos machen. Gehen wir mal hier zur linken Seite, da steht zum einen noch A58 und ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn ich jetzt hier mal diese Klappe öffne, ein bisschen ins Licht halte. Dann haben wir hier den Mikrofonausgang, mit Eingang, den Mini-HDMI und den Micro-SD. Über diesen kann ich die Bilder zum Beispiel kopieren. Des Weiteren haben wir hier dann noch ein DVI, also einen Stromanschluss, falls wir mit dieser Kamera an einem Ort fotografieren und sie mit Strom versorgen wollen. Hier können wir dann noch umschalten zwischen manuellem und Autofokus, solange unser Objektiv, wie dieses Objektiv hier, diese Auswahl nicht besitzt. Das Kit-Objektiv dabei, dem macht man das hier, dann ist dieser Schalter hier irrelevant. Hier vorne haben wir dann noch relativ typisch den Knopf, um in die Bildanzeige, nenne ich jetzt mal, zu gelangen. Den FN-Knopf, damit kann man die Funktion hier im Fotografiemodus verändern. Dann haben wir hier noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, Blitz, Serienbild und Weißabgleich. Das Typische, hier oben ist die Auslösetaste für Videos. Hier sind noch die Tasten, mit denen man drücken kann, während man das Wahlrad hinten dreht und somit dann die Blende zum Beispiel verstellt. Hier oben haben wir noch die Taste, um zu wählen zwischen Sucher und dem Display. Das ist übrigens 2,7 Zoll mit einer relativ hohen Pixeldichte von 480 dpi. So, jetzt habt ihr mein kurzes Video zu Sony Alpha 58 gesehen. Das wurde übrigens aufgenommen mit meinem Samsung Galaxy S6 Edge. Die Videoqualität lässt natürlich zu wünschen übrig, aber ich habe natürlich keine zwei, ich nenne es mal, professionelle Kameras. Aber ich denke, die Videoqualität war trotzdem ausreichend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und denkt das nächste Mal wirklich drüber nach, euch eine Kamera von Sony zu kaufen. Oder im Speziellen diese Sony Alpha 58, wenn ihr eine günstige Einsteiger-DSLR sucht, die den Modellen von Canon und auch Nikon in keinster Weise nachsieht. Ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und lasst knacken.